Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir San Francisco Tokio betreten und ja, wir sind bisher von einem Kampf zum anderen gerannt ohne Pause und weiß nicht, sollen wir ein bisschen erkunden oder sollen wir direkt hier zum Dings gehen, zum Ziel? Der tut mich hier, der Hero tut mich hier schon die ganze Zeit hier belästigen, so hey, ich habe das Ziel markiert, geh mal dahin. Und ja, weiß ich nicht. Aber solange ich die ganze Zeit sage, ich soll auf den Rücken der Hydra springen, wird es ja eigentlich noch gehen, ne? Da habe ich eine Truhe gesehen. Gib. Aegis-Kette. Ja, wir gehen erstmal ein bisschen hier. So kann ich mich hier überall hin teleportieren, also ist schon, was ich meine, ne? Hallo, cool. Weiß ich nicht, warum ich das von so weit entfernt fotografiert habe, aber okay. So, Rufi hat übrigens ja einen Rüstungsstart bekommen. Ich habe dir mal von jedem Ding hier Feuer, Eisgar und Blitzgar gegeben, ne? Weil warum nicht, ne? Ist nichts, alles klar. Ich gucke erstmal auf den ganzen Dächern hier nach. Das ist auch bestimmt immer das Wichtigste, ne? Vielleicht da oben hin. Warum ist da nichts? Da ist eine Truhe. Lohnt sich doch hier durch die Gegend zu rennen, ne? Wie man Baseball spielt. Oh, hallo. Okay, wenigstens habe ich mit dem Glücksemblem hier schon richtig Glück. Oh. Wir haben schon, weiß ich nicht, drei, ne? Weiß nicht, wie viel es hier gibt, aber drei, da, oh, klingt mir schon nach einer, nein, nach einer ordentlichen Zahl. Kann. Nur gehen wir mal ein bisschen dahin, wo wir hin sollen. Ne? Denke, wir müssen jetzt nirgendwo hier was. Ah! Oh, dann gehen wir mal dahin. Oh, noch eine große Truhe. Noch ein Mickey Mouse Spiel. Ja. Der mechanische Mickey. Okay, wichtigen Dinger. Ups. Okay, Auto ist noch in Ordnung. Ich dachte schon, kaufe ich da jetzt kaputt oder was? Sag mal an, ja. Ja, drei Stück. Ne? Hiervon brauchen wir auch nur noch. Fünf. Cool. Ich finde das eine richtig gute Idee, hier so zwei Städte miteinander zu verbinden. Und da sieht es ja aus wie in Tokio, wobei wie San Francisco. Richtig coole Idee eigentlich. So, hier war wieder so ein großer Herzloser, ne? Wenn ich mich irre, war es vor 10 Minuten, Mann, aber kennt mich ja, hoffe ich. Ach nee, so das Ding war genau, Mikroskopen oder so, Microbots, genau.
Ja, das sind Microbots. Alter. Hau ich dich einfach? Mein Gott, es ist Meisterhand. Mir kann ich ihn nicht angreifen. Ja, gerade sehen. Schon gedacht. Diese Angriffe bringen nichts. It's no fair. Why can't we hurt it? My scent is so good. What do we do? This is weird. Sora, are you guys all right? Oh, yeah, but the target escaped. Have you got any leads? Tons. Somewhere inside that thing, there is a core. It's what powers the whole cluster. The core is the only way to hurt it. Now he tells us. Wasabi, what happened? Check in. So far, so good. Guys, I am really tired of just dodging this thing. Freddy getting frustrated. Guys, I'm on my way. No, Hiro. Hiro, you analyze the dark cubes. Wait, did you just say dark cubes? Yeah, they're dark, they're cubes. I call them like I see them. Every bad baddie needs a cool name. Yeah, that's not cool. Oder besser als Sam von Tokyo. We'll gather as much data from the dark cubes as we can. Ja, das ist auch so genannt. Hiro, figure out a way for us to beat this thing. Huh? But guys, I can't leave you out there all alone. Hiro, we are a team, and teams delegate. We need you at the garage. We trust you, so you trust us. Mm. Fine. I'll look for a way that we can expose the Dark Cube's core. Just keep that data coming. Copy. Hiro, what should we do? You protect the others. I'll mark their position for you on your AR display. We got it! Time to go, Baymax! All right. Sora, dark cubes are gonna be tricky to bust open. You'll have to assess everyone's situation and... Improvise. I know. Das kann man gut. Oh cool. FP Plus, von dem ich noch keine einzigen genutzt habe. Soll mir das was sagen? Oh, die bewegt sich. Halt. Weiß, wenn ich von der Seite komme. Ja, klappt das nicht. Let's see. Profi. Profi, bleib hier. Er düst einfach da weg, ey, boah.
Okay, dann gehen wir zu. Wer ist die? Gogo, ja. Ja, wo ist das? Oh, er hat irgendwie wenig HP, merke ich gerade. Ich glaube, er braucht mehr Hilfe. Ist das schon? Oh, warte, ich habe eine Idee. Baymax haut die einfach weg mit seinem Raketenschuss. Dafür packt sie nicht mal. Ja, was macht der? Die lange, die ist aber echt lang, ne? Da habe ich mir noch eingebildet. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe. Ruhe. Oh, ich glaube, hier war ich schon, ne? Ruhe, Ruhe! Ich habe sogar eine verpasst hier, boah. Gibt's jetzt einfach nicht, ey. Okay, jetzt Ruhe, Ruhe. Da ist sie. Okay, ich sehe schon. Verarschen. Ah, Feuer. Schon gedacht, irgendwas mit Magie, ne? Das heißt, würde ich gegen das Phantom kämpfen aus Kingdom Hearts 1. Oh Gott. Nein, da wollte ich nicht. Also jetzt kommt erst die Meldung. Ja, übrigens, sie können frecken. Mein Gott, da habe ich eine Truhe gefunden und war schon wieder fast. Ich wäre verpasst. Oh Gott, die ist gleich tot, merke ich gerade. Hat. Gracias, Sora. Next time I won't go so easy on them. Honey Lemon, I'm glad you're safe. Wo ist die andere da? Bei ihr wird's ein bisschen knapp, merke ich gerade. Wo ist denn so ein blöder Ball hier? Da. Ja.
Leute, komm hier hin. Aus dem Weg, Alter. Ja, der Erlediger. Wer kommt her? Kommt her? Und Striker. Ich hab das Ding nur angestupst. Ist schon kaputt gegangen. Supergleiter. Aber bitte sag mir erst das, was ich denke, was es ist dieses Mal. Ja, schon wieder das. Reaktionseitens und Magie auch auf deine Freunde an der Suppe. Was brauche ich denn hier nicht? Immunität ist nur eins. Attraktionszeit, Koop-Zeit. Dauer von Koop-Kommandos. Ja, ich setze sie sofort immer ein. Also, boom, jetzt kann man noch weiter damit düsen. Ne? Muss man das aus, obwohl ich nicht genau weiß, was das ist. Na verdammt, ich wollte noch mal kurz. Egal. I'm almost done pinpointing the core. If you need me to help. Nah, it's okay, Hero. We're on it. Thanks. Heldenhandschuh. Üblich und die Feuer, Eis und Dunkelresistenz. Ah, okay. Ich dachte schon, weil das hat er noch einmal. Fertigkeiten. Ich will mal. Das ist mir. Feuer blocken und entfernt den Gegner. Du kannst auch Blockkonter. Ich hätte gerne X, um noch einen nahen Gegner zu schlagen. Ich glaube, das ist vielleicht am besten. So ein klassischer Konter. Da komme ich wahrscheinlich am besten klar. So. Ja, fehlen noch viele. Ja gut, Mann. Schrei doch nicht direkt Goofy, Mann. Für Problem. Ja, guck mal ja noch mal ein bisschen, was hier noch ist, ne? Habe ich den Boden so erkundet. Also, guck mal. Irgendwie fliege ich nicht viel weiter, habe ich so ein Gefühl. Yes, was ist ein Supergleiter? So, das, das, okay. Ich dachte, er wäre das hier. Patronen und so würde ich doch noch gerne in dem Dings hier finden. Knoblauch. Oh, hallo. Ja. Obwohl, gegen die haben wir schon mal gekämpft, ne? Oh, sehr gut. FP und so. Und zeig mal, ich kann auch bestimmt noch irgendwas. 4, cool. Was ist ein Magiebild nochmal? Wer keine Magiebild ist, ja, die gehen euch die Luft wirbelt. Ja, die Magiestandswert ist höher. Ach so, das ist das, okay. Hier. Wohl. Wasserattacken hier. Jetzt war Waska so gut wie nie ein, aber sieht eigentlich Feuer aus. Fliegt schon mal sehr weit. Gut. Wir sind Sniper.
der Sigma ist hier. Den haben wir schon in Herkules im Olymp getroffen. Hier, so was muss es geben in Kingdom Hearts. So eine Ding, da dann immer sagt, wo man leben muss als nächstes. Und so schwer ist es jetzt eigentlich nicht irgendwie Droh zu wissen, wo man als nächstes hin muss. Aber trotzdem, das muss irgendwie in jedem Spiel sein. Damit man halt immer weiß, wo man hin muss, ne? Damit man gezielt ausweichen kann zu Nebenquests. Das ist so meine Logik. Wenn ich weiß, wo ich hin muss, dann weiß ich, wo ich als erstes hin kann. Wenn das irgendwie Sinn macht. Okay, da muss ich hin. Boah. Schon fast um Verzeihung bittend irgendwie. Wie weit man hier nur... Oh, hier, ich bin schon wieder hier. Ah, da kann ich wieder nicht genau hin. Wir noch ein bisschen umschauen, vorher weitermachen, ne? Habt ihr nichts dagegen, oder? Haben wir hier schon? So, wollte ich letztens schon, da habe ich nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Boom. Bestimmt irgendwo hier was in der Nähe, ne? So, mal ein Foto von der Stadt hier machen. Gut, wir haben 10 Thronen jetzt, ne? Ja, ich hab's gerade gemerkt, ist gut. Gott. Ich bekomme ja voll irgendwie so Feelings von der Tronwelt aus Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Also, man hat so eine riesige Welt hier irgendwie. Mehr so Techno-Musik irgendwie. Ja, ich fahre in Tronswelt. Der Raster. Der Gerät. Da ist schon wieder eine große Truhe. Oh nee, das ist eine kleine. Sah vom Weiten größer aus. Macht das Sinn? Ich dachte mal, umgekehrt. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Muss halt gucken. Eine große Stadt, da muss man halt viel erkunden, ne? Oh Gott. Da bin ich ein bisschen zu weit geflogen. Da ist da oben was. Da ist, da eine Truhe. Nee. Boah, Hilfe, Mann. Boah, ich komme da nicht hoch. Boah, die Kamera geht. Oh. Das geht irgendwie nicht. Boah, willst du mich verarschen? Ja, ja.
Was ist denn da oben? Oh, warum kann ich mich nirgendwo jetzt hin teleportieren? Da, ich wüsste es. Nirvana Plus. Donald. Aero Boost. Ja, komm. Hm, Mickey Maus Zeichen. Nee, nee. Okay, dann runter hier. Ah, ist hier irgendwas? Ja, da ist ein Speicherpunkt, das mal nur mal sicher gehen. Weiß auch nie, was hier passiert, ne? Gut, ich glaube, das reicht erstmal. 14, 12, 22 fehlt noch. Dann gehen wir mal da hoch. Boah. Warum kann man nur so eine um verzeihungsbittende Distanz ablegen, wenn man im Kampf ist und Luftgrätsche einsetzt? Boom. Ich ignoriere euch einfach, ja. Gott, komm her, du Ding. Dark Cube. Dunkwürfel. Dämlich. Okay, there's a lot of them. What do you suppose they'll do? I don't think we want to find out. I say we destroy this thing. But without a strategy, we'd just be wasting our strength. If we knew where to strike. Miss Sora, I got it. I'm sending you an AR software update. It'll show you where the core is. The dark cube's weak point. Das ist gerade in der Mitte. Huh? That's weird. Is it busted? Hero, who's that on the display? That's not the display. He's really here. Huh? The black coat. He's back? Are you done messing around? What? Wait. That voice. Hold on. You know this guy? And now, enter the super villain. He definitely has the vibe. Sieht jung aus. Funny. Okay. Riku, but as if this stupid experiment wasn't already a hassle. Okay, als Replika Riku, nehme ich an. Oder Riku aus einer anderen Zeit halt. Gut, dann habe ich irgendwie. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat program. Programs. Yeah, they tell Baymax how to react. Does that mean it's like his heart? Kind of. More than. Riku. Okay. Gut, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Früher wusste man noch nicht, wer in der wahren Organisation ist, und Replika Riku war irgendwie so eine meiner Vermutungen damals. Nicht gut, dass er eingetroffen ist. Oh no! Sora, I'm on my way. I'll look after my team. You guys fight the dark cube. Remember to use the AR device to target the core. I got it!
Ich nehme an, das war Rico irgendwie, als er noch von Anziehen irgendwie kontrolliert worden ist. Ich habe keine Ahnung. Oder ist es Replika Rico? Ne? Hey, runter. Du hast den Weg bei Max. Ragnarok. Oh Gott. Ich hab den gar nicht getroffen, was? Ah, komm her. Komm, da war ich mich verarschen. Distress. Oh, komm, gefällt her, ey. Ein ganz schön nerviger Kampf hier bisher. Zweite Form aktiviert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Au. So, komm her. Das sind Meteoriten auf dem Boden regen, so wie man da aus hier. Ich dachte, das Ding wollte schon sagen. Das sieht nicht so aus. Okay, das sieht jetzt nicht so aus, als würde ich viel MP dadurch bekommen. Ja, ich krieg ja 3 MP, ich meine, das ist nicht sehr viel, ja. Trotzdem. Au. Warte, komm da raus. Oh. Ja, Timing irgendwie nicht hin. Ja, geh weg. Ja, ausgetrickst. Boah. Ah, da wird nix. Ah. Mehr. Und Rüstung. Neuer Rüstungsslot und Dickschädel. Cool. Wenn ich mal diese Abilities bekommen. Obwohl, so schwer ist das Spiel eigentlich nicht, ey. This isn't for you. At least, not until we're done. Riku! Is it you? Why do you look like that? Looks are deceiving, but the heart? You know that it's me. I know Riku wouldn't do this! Not without a good reason! A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids. What? The coat means he's with Organization 13.
and that means he's not really Riku. Smarter than you look. Ja, natürlich. Ist Goofy. Xehanort, every last one of them, but still they all came back anyway, right? So maybe this Riku came back too from the time when Ansem possessed him. Ja, sag ich doch. What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time, which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. But you have a body. Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Xemnas and created the first organization. It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts. Enough of them to form the real Organization 13. They could come from anywhere. Warum wird das jetzt erst erklärt? Just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts. Ende, ja. Vessels? Replicas! That's right. The replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave. What are you still doing here? Sind das alles Replikas? To see if we can recreate a heart from Data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! We gotta stop him. Guys! You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah, you're right. Let's regroup. Okay, interessant. Man war so einer meiner Vermutungen. Riku. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred, not now. Huh? His name is Riku? And do you know him? Yeah. Well, I know a him. The fake ones with Organization 13, our arch nemesis. Hutch. Okay, but how did he get Hero's chip? What? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up. And instead of fighting fair and square, they go for the heart and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. No, this could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah. This Baymax, he's actually the second model. No offense. I am a robot.
I cannot be offended. This. It's a long story. But the first Baymax and the chip I made vanished into another dimension, along with the microbots. The chip's back. So the first Baymax might be back too. Hiro. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's go on. Okay. Ach, die beiden gibt's auch noch. What? Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep, and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Yes, though I could not tell you from when. Okay. Lass mich mal ganz kurz gucken. Dunkel Rico, was? Mitglied der echten Organisation. Also haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier ist eine Reserve. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dann heißt noch 3. Einer ist alter Mann, sehr Lord. Und einer, nehme ich mal, ist Terra, sehr Lord. Und wer noch? Oder Mission? Werden wir noch herausfinden. Würde gerne ein Foto des Nachthimmels sehen. Ein Foto der fischförmigen Windsäcke bei Tag sehen. Wenn ich immer durch alles durchgehen muss, ne? Esprit und MP hast du, Alter. Irgendwann muss ich ja echt farmen, habe ich so für Lucid-Kristall. Hey, guck mal. Nicht mehr viel, dann können wir die Sachen alle herstellen. Ultima und so. So, wir sitzen hier so schätzemäßig und so aus. 14, ja, ist immer noch voll viel. Okay. So, wer hat was gelernt? Ich nicht, ne? Ich glaube, Donald hat irgendwas gelernt. Nee, auch nicht. Goofy. Genau. Dick Schäl. Braucht er eigentlich nicht. Irgendwie nicht, ne? Soll ich den Part hier beenden? Ich nehme mal an, wir werden im nächsten Part den Rest hier erledigen, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.